allen Zeiten immer auch dazu benutzt, bestimmte Zustände, Emotionen zu transportieren. Denken wir nur an die barocke Affektenlehre zum Beispiel. Und gerade in der Musik des 19. Jahrhunderts war es den Komponisten wichtig, innere Zustände, Seelen, Landschaften in ihrer Musik auszudrücken. Und ich denke, das verbindet diese Komponisten und gerade die Stücke des Programms, was auf dieser CD zu hören ist, sucht die Natur als Pendant, als Gegenstück zur menschlichen Seele und im Ausdruck der Musik dient diese Natur sozusagen als Hintergrund, um verschiedenste Emotionen auszudrücken. Wenn man an Bilder denkt, Landschaften, Natureindrücke, die eng verbunden sind mit der Welt der Romantik des 19. Jahrhunderts, dann kommt einem eigentlich sofort ein literarisches Bild, die blaue Blume, die Novalis in seinem Roman Heinrich von Ofterdingen als, ja, sagen wir mal, ideales Fantasiebild heraufbeschwört, sozusagen als utopischen Idealzustand. Und das ist letztendlich ja das Ziel, aus den verschiedensten Irrungen, Wirrungen der Seelenlandschaften zu einem nie erreichbaren Ziel zu finden. Und deshalb dieser Überbegriff, die blaue Blume. Zum Beispiel Schumanns Waldszenen, die eigentlich mit diesem romantischen Bild des Waldes, der gefährlich sein kann, die Jagd oder auch die verrufene Stelle, aber auch freundlich die Herberge oder beim Eintritt in den Wald unterschiedlichste Stimmungen transportieren kann. Beethovens Fantasie springt taktweise eigentlich von einer Emotion in die nächste, wie eine große Improvisation. Franz Liszt, heiliger Franziskus, auf den Wogen schreitend, ist, ja, sagen wir mal, ein Ruhepol in den wogenden Fluten. Das ist auch ein Bild für eine innere Emotion. Und wenn wir dann Reubkes große Sonate nehmen, dann ist es zwar kein Natursujet, was er als Hintergrund hat, sondern ein biblischer Psalm. Rachepsalm hat so intensive Bilder. Und wenn man sich dann diesen jungen Menschen in der Zeit eigentlich der Märzrevolution und danach vorstellt, dann kann man sich vorstellen, welche inneren Bewegungen er in diesem Stück ausdrückt. Und so möchte ich die Hörer in dieser CD oder auf der CD mitnehmen auf einer Reise durch musikalische Seelenlandschaften.